Welches Buch hast du jetzt rausgebracht? Also mein Name ist Karl-Heinz Land. Ich habe ein Buch geschrieben, wie du ganz richtig sagst, vor gut 4 Monaten mit einem Professor von der Uni in Berlin, Professor Dr. Kreuzer. Und das heißt Digitaler Darwinismus. Und Subtitel: Der stille Angriff auf dein Geschäftsmodell und die Marke. Und dabei geht es darum, was passiert durch den Einfluss des Internets, Mobiles, durch soziale Medien, wie unsere Geschäftsmodelle unter Druck kommen. Viele Unternehmen verpennen das. Jetzt läuft die digitale Revolution und auch die wird wieder von vielen Unternehmen verschlafen. Und das Problem ist, deshalb auch die Begriffsgebung digitaler Darwinismus. Darwinismus hat ja erstmal was mit Evolutionstheorie zu tun. Hier in dem Fall geht es um die digitale Evolutionstheorie. Digitale Evolution dauert ein paar Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, maximal 10 Jahre. Und die Konsequenz ist adapt or die. Also entweder du passt dich an oder du bist Asche im Universum. So einfach ist die Kiste. Dann sterben halt die Dinosaurier aus und es werden Wege frei für neue Methoden. Absolut, absolut. Zum Beispiel sind wir hier im Startplatz mit einem Coworking Space, einer neuen Art der Arbeit. Deshalb bin ich auch heute Abend hier. Zum einen finde ich den Startplatz eine coole Location. Ich finde das super gut, um auch neue Dinge zu lernen, um Einblick und auch Vergleiche machen zu können. Ich bin sehr viel in den USA unterwegs, ich bin im Valley unterwegs, ich bin in New York unterwegs und auch hier. Und ich möchte einfach vergleichen, wo stehen wir hier in Deutschland? Weil ich halte diese Initiativen, Startplatz, die Seminare, die hier stattfinden, für extrem wichtig für die jungen Leute, für die jungen Unternehmer. Und deshalb hat mir heute auch gefallen, dass es hier Leute gab, die Vorträge gehalten haben, wie der Gunnar Sohn, der gesagt hat, wie ein Projekt scheitern kann. Ja? Weil auch daraus, oder meine These ist, du kannst besser aus Scheitern lernen, als aus erfolgreichen Projekten. Ja? Wir haben eine starke Gründer-Startup-Szene. Dieser Startplatz ist ja auch ein Hotspot geworden. Was muss denn hier noch passieren in Köln? Also erstmal glaube ich, wichtig ist immer Bewusstsein. Bewusstsein dafür, dass überhaupt was vonnöten ist. Da liegt es dran, für die jungen Gründer, für die jungen Unternehmen, Geld. Geld ist eine ganz wichtige Geschichte. Damit fängt alles an. Eine gute Idee und ein bisschen Geld, das gefundet werden muss. Das zweite ist Bewusstsein bei den Stadtoberen. Damals hat man gesagt, wir wollen Medienstadt werden und das hat man sehr erfolgreich umgesetzt und hat Köln zu einer Medienstadt gemacht. Wir in NRW, wir sind so stark, wir sind das größte Bundesland mit über 17 Millionen Leuten. Wir haben über 500 der Top führenden Fortune 1000 Companies haben ihr Headquarter hier in Nordrhein-Westfalen und das sollten wir nutzen, um eine Symbiose herzustellen, um noch mehr Power auf die Straße zu kriegen mit jungen Unternehmen, mit den innovativen Ideen, die die jungen Unternehmen mitbringen, um sie dann erfolgreich zu machen. Weil eins muss uns klar sein, das Valley werden wir so schnell nicht einholen. Ne? Im Valley leben heute oder arbeiten heute 1 Million Menschen in der IT, also bei Yahoo, bei Google und Facebook. Und das ist eine Nummer, bis wir da sein werden. Da wird noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen. Aber ohne keine gute Vision und eine klare Vision werden wir es auch nicht schaffen. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, von den Köpfen in unseren Landesregierungen in dem Falle und auch in den Städten, also NRW-Parlament, Düsseldorf und Köln, dass man einfach sagt, wir wollen diese Initiative, wir wollen diese jungen Unternehmen fördern. Du sagst jetzt, okay, es gibt den digitalen Darwinismus. Ja. Ja, die Old Economy verschläft so ein bisschen das Ganze. Ja. Dann sagst du, die Politik muss mehr machen, aber die Politik ist ja auch ein Dinosaurier. Ja, das ist also klar. Im Grunde genommen brauchen wir doch nicht doch andere Wege als die Politik? Also Fakt ist, ich glaube, dass es ohne Privatinitiative nicht geht. Ich sehe mich ja als Digital Darwinist und Evangelist. Das heißt, auf der einen Seite bringe ich die brutale Message, hör mal, da tut sich was und das ist nicht nur schön. Und auf der anderen Seite sage ich als Evangelist, die gute Nachricht ist, du kannst was tun. Aber Hoffnung ist keine Strategie, ja? Also du musst auch aktiv was tun. Und deshalb sehe ich mich so ein bisschen in der Rolle auch wachzurütteln mit dem Buch. Ich halte sehr viele Vorträge vor Vorständen von großen Konzernen, vor Mittelständlern, aber auch vor Startups.
und auch dann wieder neuen Value zu schaffen. Weil ich persönlich glaube, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen alleine mehr als 30.000, 50.000 neue Arbeitsplätze schaffen werden in den nächsten 2-3 Jahren. Nur über solche Initiativen.